Elektrischer Schock, ja, den kann App. Oh, und sie hat schon 30 Wissen. Das ist gut. Dann kann sie wie Beric auf jeden Fall den Zauber lernen. Der kostet, der braucht nur 15 Wissen. Okay. Kann ich hier nicht noch was anderes? Das braucht 70 Wissen. Nein. Nee, sie bleibt mal bei den beiden. Das reicht vollkommen. Und Blitz lasse ich jetzt auch mal weg. Mir reicht nämlich Frost. Ich würde die gerne mal sortieren können hier. Aber kann ich leider nicht. Gut. Händler Tychos. Willkommen, willkommen. Der Händler winkt dich herbei. Was kann ich heute für dich tun? Fülle du deine Vorräte gut auf, bevor du aufbrichst. Zwischen hier und der Bastardstadt liegen große Strecken Wildnis. Weißt du über die Sigil? Tychos dreht es in den Händen und schüttelt den Kopf. Ein solches Siegel habe ich noch nie gesehen. Tut mir leid, aber vielleicht weiß jemand anderes etwas. Und was verkaufst du? Gnadenlos, bronzener Wurfspeer, eidgebunden durch. Das sind alles hauptsächlich gewöhnliche Waffen, außer das Gnadenlos. So. Oh, ein Hundi. Da wäre eine Tür. Letians Mätresse. Mhm. Und ich könnte halt noch da oben lang gehen. Sonnenaufgangfälle. Turm des Sonnenuntergangs. Mondaufgangfälle. Ah ja. Also es bringt mir nichts, unparteiisch zu sein. Das muss ich mir in Zukunft merken. Wenn, dann muss ich wirklich entweder für die Geschmähten oder für Letians Kreuzung die Initiative ergreifen. Sonst bringt mir das recht wenig. Okay, da ist ein Fass. Und da ist Frostknall. Bei einem kritischen Treffer Schaden Frost verglichen mit Ausweichen. Frostfesseln dient dazu, kurzfristig Gefangene zu fesseln. Die kalte Luft und volatile Magie bei ihrer Herstellung zum Einsatz gekommen. Sollen als Abschreckung für grausame Wachen dienen. Aha. Hier begegnen sich zwei Wasserfälle, die die Altmauern herunterfließen. Mhm. Dann reden wir mal mit dir. Sei gegrüßt. Der fiedelnde Händler grüßt dich mit einem Lächeln und einem Schlag auf die Schulter. Und willkommen in Letians Kreuzung, Heimat des besten Händlers in den gesamten Stufen. Er hält inne und blinzelt dir zu. Ich meine natürlich mich. Und du bist der Schicksalsbinder. Ich würde dich überall erkennen und angesichts deiner langen Liste von Taten wäre ich überrascht, wenn es jemand in den Stufen gäbe, dem es anders ergeht. Du hast bei der Wachplatzfestung das Edikt der Stürme beendet, nicht wahr? Das ist wahrlich eine Geschichte, die man noch jahrelang erzählen wird. Ich bin schon seit unzähligen Jahren Händler und in all der Zeit habe ich die Leute noch nie über jemanden Geschichten erzählen hören wie über dich. Achian Bronze steht dir zu Diensten. Er verneigt sich. Was kann ich für dich tun? Was kannst du mir über die andere Handelskompanie in den Stufen sagen? Oh, es gibt im Laufe der Jahre so einige und sie sind in den neuen Zeitalter des Gesetzes entweder aufgeblüht oder untergegangen. Er zählt an seinen Fingern ab. Es gab die Jademurmeltiere, die Spatzenfransen, die verbundenen Ringe und natürlich Hand statt Feder. Beim letzten Namen verzieht er das Gesicht, aber vergessen wir nicht die Gäste des Wohlstands, die gelben Morgule, den Salon der Zehn. Er listet noch einige weitere Namen auf. Erzähl mir mehr von Hand statt Feder. Sie waren einmal eine mächtige Handelsorganisation, die nun ja. Er legt sich beide Hände an den Mund und blickt sich um und flüstert. Sagen wir einfach, dass man lieber nicht zwischen sie und ein Geschäft geraten sollte. Nachdem in der Bastardstadt Tunus neue Gesetze galten, hat Hattstadt Feder sich in die Schatten von Kyros Einflussgebiet geschlichen, um weniger aufzufallen. Wenn du etwas mit ihren Machenschaften zu tun haben solltest, halte dich lieber fern.
Eine Eisen- und Waffenlieferung ging verloren. Jetzt ist sie mit diesem Siegel in einem Haus in Echorufkreuzung gefunden worden. Er reibt sich den 3-Tage-Bart unter seinem Kinn. Verdächtig, da stimme ich zu, aber der Krieg bringt immer Problemchen mit sich. Er winkt abweisend ab. Es passt nicht zusammen. Können wir jetzt bitte wieder über meine Waren sprechen? Er grinst und will dir irgendeinen kitschigen Tanz zeigen. Die Waffen waren für die Geschmähten gedacht und plötzlich hatte die Wendelin-Wache Eisenwaffen. Die Wendelin-Wache? Ja, hier trommelt sich mit den Fingern gegen die Lippen und überlegt. Nun, das ändert die Lage, denke ich. Das ändert die Lage. Was hat Hand statt Feder mit der Wendelin-Wache zu tun? Das Wichtigste zuerst, ja, ich räusper sich, das kostet dich etwas. Wenn etwas Unerfreuliches geschehen ist und meine Beteiligung gedeckt wird, werden die Konsequenzen kostspielig. Ist es dir nicht in den Sinn gekommen, dass es doch kostspieliger sein könnte, mich auszunehmen? Ich bin nachgerade schockiert, dass ein ehrlicher Händler wie du in zwielichtige Geschäfte verwickelt ist. Geben wir mal die Ringe. Er öffnet einen tiefen Beutel und wirft einige Ringe hinein. Ein paar Leute drehen die Köpfe in eure Richtung, als sie die Ringe klimpern hören. Hierarchian schüttelt den Beutel einmal und nickt zufrieden, dass er die vereinbarte Summe erhält. Wenn du auch nur ein Sterbenswörchen davon weitererzählst, werde ich dich als den Lügner denunzieren, der du bist, aber er blickt sich um sicherzugehen, dass keine Seele in der Nähe sind, die euer Gespräch hören können. Ich habe vom Fünftauge Anweisungen erhalten, Hand statt Feder zu nutzen, um Eisenwaffen zur Zitadelle von Vendriens Brunn zu liefern. Ich hinterfrage meine Befehle nicht. Ich führe sie einfach aus, mehr weiß ich nicht. Und das ist die Wahrheit. Ich möchte deine Waren sehen. Gnade, das ist ein Zweihandstreitkolben. Bronzener Dolch, isolierendes Gewand, eine leichte Rüstung, die ziemlich gut ist. Schwere Bronzerüstung, Siegel des Ringzählers. Willeverteidigung. Mantel des Spiegels. Zauberreflexion. Das ist böse. Sanft. Schrittwickel. Sigil des Feuers. Sigil der Verwurzelung der Illusion des Blutens. Ich warte nur mal lieber, bevor ich hier die Sigil des Feuers kaufe. Da ich ihm eh jetzt schon 10 Kupfer gezahlt habe. 10 Bronze. Gut. War nicht. Die 10 Kupfer Bronze waren ja jetzt nicht viel und ich wollte mir jetzt nicht noch weiter mit der Letians Kreuzung verscherzen. Wasser. Hier sind Siedler und eine Erdhexe. Etwas Käse. Wer ist hier oben? Das Sonnenviertel. Auf jeden Fall haben wir was Neues. Genau, Nerats Stimme benutzte Herr. Hachian Bronze, um Waffen zur Wendrien-Wache zu schmuggeln. Also langsam spitzen sich die Probleme mit der bronzenen Bruderschaft, mit dem scharlachroten Chor immer weiter zu. We'll rend to pieces. Tür. Da geht's garantiert in den Turm rein. Das ist ein Abstecher, den wir später machen werden. Ich will mich erstmal auf der Seite hier fertig umgucken. Dann will ich hier über den Fluss gehen.
mich hier umgucken. Weil hier ist der Mondaufgangmarkt und hier war der Sonnenaufgangmarkt. Ah ja. Oder ich gehe halt oben rum, wenn ich oben durch die Tür noch reingegangen bin. Was hat mir die Mätresse vom von der Letian-Kreuzung zu sagen? Willkommen in Letians Mätresse, mein Herr. Bitte komm rein und entspann dich. Oh. Das ist etwas. Yes. Das hier ist ein Bordell. Ja, gut. Hier sind Siedler. Siedler. Hier ist was im Fass. Und was in der Kiste. Und dann gucken wir mal, was wir hier erfahren können. Also, Herrin Sophia. Das ist also wohl die... Ja. Schicksalsbinder, wie es mich erfreut, dich in meinem Etablissement zu sehen. Es ist uns in Lydians Betresse immer eine Ehre, jemanden deines Ansehens zu unterhalten. Wenn du auf die Schnelle etwas Unterhaltung oder Gesellschaft haben möchtest, freuen wir uns, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Wie können ich und mein Unterhaltungspersonal dir behilflich sein? Erzähl mir mehr über dein Etablissement. Letians Betresse war anfangs nur ein Ort, wo Leute im Geheimen trinken konnten, wurde schließlich aber zu einem Versammlungsort zum Trinken und ihre Augen funkeln, als sie ihre Worte genau abwägt. Nun, es entwickelte sich zu einem Versammlungsort zum Trinken und Unzucht treiben. Jeder muss sich mal entspannen und ich ermögliche genau das. Was hat dich nach Letians Kreuzung geführt? Ich war natürlich eine von Letians Mätressen und wo Letian auch hinging, folgte ich ihr. Sie war äußerst abenteuerlustig und nicht der Typ von Frau, der sich gerne niederlässt. Ich mag zwar nicht ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit genossen haben, aber letztendlich stand ich mit einer ordentlichen Unternehmung da und es ist mir ziemlich gut ergangen. Und wenn ich sie schon mit verschiedenen Männern und Frauen hier teilen musste, so war ich doch gewillt, großzügig mit ihrer Zeit umzugehen. Hast du Speisen und Getränke? Bei uns gibt es eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Wenn du gerade weniger sinnliche Gelüste hast, dann zeig mal. Fisch, Getreide, Käse, Met, Obst, rohes Fleisch, Wasser. Alles mal mitnehmen. Wenn ich nachher nämlich eine Küche habe. Na, so wollte ich das nicht. Dann will ich da drin auch kochen können. Ich kann ja, glaube ich, irgendeine Küche bauen. Das werde ich dann sehen. Gut. Was kostet die Unterhaltung hier? Mein gesamtes Unterhaltungspersonal kostet 100 Ringe pro Nacht. Wenn du Interesse an jemandem bestimmen hast, dann sprich die Person direkt an, um mehr über sie und ihre besonderen Vorzüge zu erfahren. Sie lächelt. Aber eins kann ich dir garantieren. Alle meine Hübschen sind jede Ringe wert. Ja, erst einmal nicht. Danke. I got it. Reden wir mal kurz mit Ihnen. Zodiac, die junge Frau, lächelt, ihre Augen weiten sich unschuldig. Willkommen bei Lydians Mätresse, Schicksalsbinder. Meint sie, während sie sanft errötet. Ich heiße Zotika, sie kichert. Bist du hier, um mir etwas über die Welt beizubringen? Erzähl mir was von dir. Zodiacs Gesicht nimmt eine tiefrote Farbe an. Sie wendet ihren Kopf ab und bedeckt ihren Mund mit der Hand. Von mir? Ihre Stimme klingt ruhig und schüchtern. Warum möchtest du etwas über mich wissen? Ich bin ein einfaches Mädchen. Ich weiß nichts von dieser Welt oder meiner Stellung in ihr. Sie sieht dir in die Augen. Bist du hier, um mich zu lehren? Was kannst du anbieten, was die anderen nicht haben? Wenn du etwas Zeit mit mir verbringen willst, spiele ich die unerfahrene Weise in der brennenden Bibliothek für dich. Sie kommt näher, ihre Brüste streifen dich leicht. Ich habe mich hier verlaufen, Schicksalsbinder. Wenn ich mich nicht benehme, werde ich bestraft. Sie seufzt leise und sieht sich um. Muss ich bestraft werden? Ich komme wieder. Ja. Was ist mit dir? Guten Tag, Reisender. Ich heiße Timo. Die Känzerin grüßt dich, während sie bei deinem Näherkommen lassiv ihre Hüpfe kreisen lässt. Ihre Augen leuchten auf. Sie lächelt und bedeutet mit ihrer Hand eine Willkommensgeste. Brauchst du etwas Gesellschaft? Erzähl mir was von dir. Timo senkt sittsam ihren Kopf und blickt dich mit großen Augen an. Die Vergangenheit ist für mich nicht von der Bedeutung. Ihre Stimme ist beruhigend und angenehm. Ich denke lieber an das hier.
Sie deutet auf einen Punkt zwischen ihren... Ja, zwischen ihren, ihr wisst schon, und zeigt mit ihren Fingern langsam eine Spur nach unten. Und das jetzt. Okay. Was kannst du anbieten, was andere nicht haben? Timos Lippen formen sich zu einem Lächeln, das sie jedoch schnell mit einer sittsamen Handgeste verdeckt. Sie beugt sich vor und bedeutet dir, mit der anderen Hand näher zu kommen. Ich führe dir den Eidbrecher vor. Sie flüstert die Worte ihrer warmen Atem liebkost dein Ohr. Wenn ich es wollte, könnte ich einen Weisen dazu bringen, seine Bücher aufzugeben. Na gut.